Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Test. Nach langer, langer Zeit mal wieder was von mir zu hören. Ich habe mir diesmal den Mercedes-Benz Truck 1800 rausgesucht. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie sein kleiner Bruder, den ich schon mal vorgestellt habe. Hat natürlich wieder wunderschöne Gebrauchsspuren. Sieht eigentlich wunderschön modelliert aus. Wir können ja mal einsteigen und uns da innen drin umgucken. Sieht auf alle Fälle sehr, sehr schön aus. Ah ja, das Lenkrad. Nein, ist aber leider etwas eckig geworden. Aber eiern tut es nicht, das ist schon mal gut. Ansonsten, ja, sporadisch wie ein 90er oder 80er Jahre Truck eben so aussah. Oder Traktor aussah. Ich finde auf alle Fälle dieses Symbol für den Traktor sehr, sehr schön. Auch schon mit Vorglühfunktion, also sehr, sehr schön. Anhören tut er sich auch sehr, sehr gut. Auf alle Fälle wunderschön zu fahren. Kabinenlicht an. Alt, links und F. Oi. Das ist ja geil. Kabinenlicht an, auch wenn man hier innen drin jetzt nicht viel sieht. Von außen sieht man da, von innen einen Unterschied. So, das ist jetzt hier beleuchtet. Ja, aber die Lichtquelle sieht man jetzt hier nicht so direkt. Wahrscheinlich, nein, das hier oben ist eigentlich nur eine Luke. Egal. Jetzt schalten wir mal hier das Licht an sich an. Gibt's hier... Das ist eine Rückfahreinrichtung. So, aha. Da dreht man sich. Innen drin, das ist ja geil. Ah, das ist jetzt mal wirklich awesome, Alter. Da. Das finde ich mal echt geil. Das muss ich natürlich ein bisschen umdenken. Also sehr, sehr schön. Ja, bis jetzt hat er mich wirklich überzeugt, dieser Mod. Jetzt müssen wir hier die Breitbereifung. Achso, das sind einfach nur breitere Reifen. Sehen auch sehr, sehr, sehr schön aus. Muss man sich aber zusätzlich dazu kaufen, wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet habt. Finde ich auf alle Fälle sehr, sehr schön. Aha. Ja. Jetzt gehen wir mal übers Monetäre her. Das ist ja natürlich der 900er, das ist der 1800er, diesmal als Intercooler. 45.000 kostet der ganze gebraucht, hat 180 PS, also eigentlich doch ein ganz brauchbarer Traktor, für den Preis optimal. Ist natürlich auch recht, die Breitbereifung ist natürlich auch ein bisschen teuer, 5.000 Euro, ist aber eigentlich für solche Reifen durchaus angebracht. Insgesamt finde ich diesen Traktor doch sehr, sehr awesome, sehr, sehr geil. Vor allem das Drehen in der Kabine, das fand ich jetzt mal hoch. Sehr, sehr schön, auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen bekackt fahre. Hä? Achso, wenn ich innen drin sitze, tue ich normal steuern. Okay. Das muss man erstmal wissen, aber ansonsten sehr, sehr schön. Mir gefällt der Mod auf alle Fälle sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wer da sowas in der Richtung eine Affinität hat, freut sich da auf alle Fälle drüber. Von daher würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.